Hallo meine Freunde und Shiny Hunter und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Wie ihr wisst, haben wir im letzten Part herausgefunden, dass es natürlich wieder Shinies in dem Pokémon-Spiel geben wird, was natürlich ganz klar ist, und haben uns gefragt, ob diese in der Overworld so als solche sichtbar sind oder ob sie nur ein paar Sterne um sich kreisen haben sozusagen. Und das hier ist dann wohl ganz aufregend, weil hier seht ihr zum Beispiel ein Video, was in dem Go-Park von Pokémon Let's Go zu sehen ist. Hier haben wir wieder einen kleinen Trailer-Ausschnitt. Und da ist natürlich was ganz Interessantes. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel mal hier in diese Ecke guckt, seht ihr genau jetzt ein Pikachu. Und dieses Pikachu hat nicht die normale Färbung, weil wir hier auch die normalen Pikachu sehen, sondern es ist Shiny. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, dass die Shinies auch im normalen Spiel in der Overworld sichtbar sind. Aber man sieht es auch hier, eine kleine Erinnerung, die wilden Pokémon sind nicht so als solche erkennbar als Shiny-Variante, sondern lediglich im Go-Park, wenn man sie überträgt und sie Shiny sind, sieht man diese als Shiny-Pokémon. Wenn man natürlich in der Wildnis ein Shiny-Pokémon entdeckt, wo dann die Sterne rumkreisen oder ähnliches und man dann den Fangversuch startet, natürlich werden sie dann auch als Shiny-Pokémon sichtbar sein. Das ist natürlich ganz klar, weil sonst könnte man sich ja nie sicher sein, ist der jetzt Shiny oder nicht. So, also, wir erinnern uns. Shiny-Pokémon nur im Go-Park, leider nicht in der Overworld, das wäre ziemlich cool gewesen. Aber wie gesagt, das hatten wir auch schon im letzten Video, wäre es auch sehr schwierig, manche Shiny-Pokémon zu erkennen. Nun, man könnte nun ein Glurak erkennen, weil es schwarz ist und ein gigantischer Unterschied sozusagen ist. Aber schon alleine bei Pikachu, wenn der irgendwo im Wald rumläuft, weiß ich nicht, ob man den da so leicht erkennen würde als Shiny und dann sofort hinrennen würde. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Nun gut, aber da wissen wir zumindest Bescheid. Zumindest in dem Go-Park sind die Shiny-Pokémon sichtbar, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Es wäre an sich so top, wenn man die so einfach sehen würde oder einfach mit denen spazieren gehen könnte mit seinem Shiny-Pokémon. Das ist richtig cool. Soweit ich weiß, gab es in HeartGold und SoulSilver, wenn man sein Pokémon spazieren geführt hat und es Shiny war, war es in der Overworld auch Shiny. Also, das sollte denen zu denken geben. Aber wer weiß, vielleicht sieht man die Shiny-Pokémon ja doch in der Overworld. Was haltet ihr auf jeden Fall davon? Fändet ihr es besser, wenn man sie in der Overworld sieht oder wenn man einfach nur ein paar Sterne drum kreisen lässt, um sie leichter zu erkennen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da. Dann verpasst ihr nie wieder News zu Pokémon und vielen mehr. Und dann sehen wir und hören wir uns in neuen Videos. Also Leute, bis dahin und macht's gut, euer Xetra.